soll ich nur tun? Was soll... Oh, Drachentöter, ich hab euch gar nicht gehört. Wirklich? Nein, mir geht's gut, ja. Alles in Ordnung, wirklich. Was, ihr... Ihr wisst davon? Oh nein, ich... es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Da waren einfach zu viele von ihnen. Ich bin in Panik geraten. Ich weiß, das werde ich mir nie verzeihen können. Nie. Ihr habt recht. Vielleicht kann ich doch noch alles wieder gut machen. Ich werde es versuchen. Pavel, ihr steht hiermit unter Arrest. Ich denke, es gibt keinen Ausweg. Aber eins möchte ich loswerden. Es tut mir leid, Quentin. Ich würde deine Entschuldigung annehmen, wenn du nicht gehofft hättest, dass ich vor die Hunde gehe, damit deine Feigheit nicht auffliegt. Werft noch einmal einen Blick auf das Tageslicht, Pavel. Ihr werdet es lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Gehen wir. Ende gut, alles gut. Ich schulde euch meinen Dank, Drachentöter. Hier habt ihr eine Handvoll wohlverdienter Münzen. Passt auf, dass das Geld nicht als Beute für die Goblins endet. Wäre es mit einem schönen Verlobungsring? Oder darf es vielleicht ein magisches Amulett zum Schutz auf euren Reisen sein? Ah, Drachentöter. Was für ein schöner Tag. Nichts kann den Alltag besser versüßen als die Liebe, nicht wahr? Nur zu! Seid zurück. Was gibt's Neues? Ha! Ja, dieser gerissene Hund hat einen Händler betrogen. Hat aber nicht lange gedauert, ihn zurechtzuweisen. Dem Besten.
Ich bin ein Champion von Allerot und beschütze die Stadt der Heiler. Wir sind im Inneren der Stadt stationiert und halten ein großes Kontingent in den Orobastionen. In Rivellon findet ihr keine besseren Soldaten. Nicht mal die eures Ordens, möchte ich hinzufügen. Und natürlich nicht diese Weicheier des neuen Ordens mit ihrer verdammten Frömmigkeit. Und jetzt geht. Warum? Wegen der Quelle natürlich. Eine magische Quelle, die jede Wunde zu heilen vermag. Was denkt ihr denn, wo die wichtigste Zutat eurer kleinen roten Tränke herkommt? Ja, die Quelle ist der ganze Stolz unserer Stadt und hat die zwei Schlachten von Allerot sowie den letzten Krieg gegen Damian unbeschadet überstanden. Möge die Quelle niemals versiegen. Gesegnet sei sie. Gesegnet sei Allerot. Ebenfalls Narrentöter. Was denn? Verschwindet von hier, bevor ich wütend werde. Was denn? Und warum steht ihr dann hier herum? Kümmert euch selbst drum, stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Warum müssen denn immer wir Wache schieben? Willkommen zurück. So sagt, wie kann ich euch zu Diensten sein? Was? Das mache ich nicht. Der neue Orden hat sich Flussheim gegenüber verpflichtet, diese Kisten abzuliefern. Mir Bestechlichkeit zu unterstellen, ist unter eurer Würde, Drachentöter. Beim Göttlichen! Meint ihr das ernst? Tja, also ich denke, Allerot hat genauso ein Anrecht auf diese Lebensmittel wie Flussheim. Ja, es wäre unmenschlich, wenn wir diese große Stadt hungern ließen. Genau das dachte ich auch. Danke, dass ihr uns die Augen geöffnet habt, Drachentöter. Wir sehen uns im Dorf.
Was denn? Das muss euch einen Haufen Geld gekostet haben. In Ordnung, ich sehe nach den Lebensmitteln. Ihr könnt Richard sagen, dass sich um alles gekümmert wird. Auf bald. Verdammt, Richard. Wie lange muss ich hier warten? Zurück. Was gibt's Neues? Haha, zwar schade ums Geld, aber hey, es war ja nicht mein. Gute Arbeit, Drachentöter. Richard von Alleroth ist euch dankbar. Nehmt dieses Geld. Und solltet ihr mal in der Stadt der Heiler sein, grüßt General Luxurius von mir. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Oder einfach nur eine Laune? Willkommen in meinem Haus. Danke, in der Tat. Ist ein schönes Fleckchen hier. Kann man nicht von allen Gegenden Revelons behaupten, mit dieser Dämonenbrut und den Nekrotanten und dem ganzen schrecklichen Zeug. Aber hier? Nein. In diesem Tal passiert nichts Schlimmes. Nicht in einer Million Jahren. Oh, ich weiß nicht. Ich muss nachdenken. Ich habe einige auffällige Personen in der Nähe der alten Mühle gesehen. Sie sind dort herumgeschlichen und wollten unbemerkt bleiben. Keine Ahnung, was das sollte. Aber ich habe sie flüstern gehört, dass sie zurück zur ausgebrannten Kapellenruine im Tal gehen wollten. Das ist alles. Ja, das haben wir. Ohne mich würdet ihr hier allerdings nichts anderes als verdammten Blumenkohl finden. Mein Mann Folo liebt seine Schweine so sehr, dass er sie niemals essen würde. Aber ich sorge schon dafür, dass die Gäste drüben im Schwarzen Eber ihre Koteletts kriegen. Was für ein Dummkopf. Stellt euch vor, ihr wärt Schweinebauer und würdet die Viecher nicht schlachten wollen. Dieser sture Dummkopf. Ludwig hätte ihn dafür einsparen können, dass er euch gefragt hat. Folo und seine Schweine. Eines Tages treiben die mich noch in den Wahnsinn. Jap, Wiedersehen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung.